Jeder von euch kennt das Scheißgefühl. Man fährt, alles ist cool, alles macht Spaß und auf einmal kommt von unten ein ganz fieser Ton, der macht so Ratsch und dann sieht der Ski von unten so aus. Wir möchten euch heute gerne zeigen, wie man seinen Belag gut reparieren kann. Was wir dazu brauchen, ist ein Stein zum Drüberfahren. Ja, okay, kleiner Witz, den hatten wir schon. Wir brauchen auf jeden Fall so einen Base-Tacks. Wer das nicht zur Hand hat, kann sich mit ganz normalem Haushaltsbackpapier helfen. Zum Reinigen des Belages ein Belagsreinigungsprodukt, alternativ Feuerzeugbenzin, das geht sehr gut. Belagsreparaturmaterial, ich habe das hier in zwei Farben, einmal in schwarz und einmal in transparent. Schön ist natürlich, wenn das zur Farbe des eigenen Belages passt. Wenn nicht, ist aber auch nur ein optischer Mangel, ist jetzt kein Sachmangel. Etwas zum Warmmachen, ein Feuerzeug geht, gibt auf die Dauer aber warme Finger. Deswegen nehme ich so einen Crème Brûlée Brenner. Eine Karosseriefeile, so eine. Dann benutze ich eine Ziehklinge und wer so eine schöne Edelstahl-Ziehklinge gerade nicht zur Hand hat, der kann sich mit einem ganz normalen Cuttermesser behelfen. Das Arbeiten leichter macht ein solches Spanngummi, um die Skibremse nach hinten zu klappen. Wer das gerade nicht greifbar hat, hilft sich mit einem Haushaltsgummi, das geht auch. Und ein Stück Abfallholz, um den Belag zu schützen. Dann legen wir mal los. Also zunächst nehme ich die Ziehklinge. Hier hat sich nämlich ein kleiner Grat gebildet, da wo der Einschlag in den Skibelag erfolgte. Da stellt sich so ein bisschen was auf. Das können wir nicht gebrauchen. Das ziehe ich mit der Ziehklinge erstmal glatt ab. Das geht statt mit der Ziehklinge auch tatsächlich mit dem Cuttermesser. Und zwar am besten, Obacht, liebe Kinder, ab jetzt kann man sich prima auch mit der Klinge wehtun. Ich nehme hier so eine einzelne Klinge raus. Und ziehe hier diesen Grat, da sieht man wieder so kleine Späne wegfliegen. Die kann ich alle nicht gebrauchen. Das mache ich mal von beiden Richtungen. Da ist auch was weg. So, als nächstes muss ich gucken, hier sind noch so kleine Späne, die liegen in dieser Nut drin. Die möchte ich auch gerne raushaben, denn sonst klebe ich die mit der Belagsreparatur mit rein. Das will ich nicht. Klinge mal zur Seite. Deswegen nehme ich die jetzt hier mit der Spitze vom Cuttermesser raus. Wenn der Krater, der da im Ski ist, zu schmal ist, dann ist es unter Umständen schon ausreichend, einfach nur diesen Grat wegzuhobeln und sich die weitere Reparatur zu sparen. Weil in so ganz flache Rillen kriege ich diesen Reparaturbelag sowieso nicht rein. Aber das hier, das ist schon so ein Einschlag, den kann man schon durchaus reparieren, weil den merkt man tatsächlich auch beim Fahren. Der ist nämlich auch genau in der Mitte vom Bindungsbereich. Das ist leider immer so. Immer da, wo das Gewicht vom Fahrrad draufkommt, geht auch der Ski kaputt. Und da stört es tatsächlich auch beim Fahren. So, jetzt habe ich das hier alles so ein bisschen freigeschnitten. So, jetzt wäre es mal an der Zeit, die Skibremse da wegzuräumen. Die stört. Jetzt möchte ich das gerne reinigen. Weil hier immer noch ein paar Schmutzpartikel drin sind, die wollen wir auch nicht mit einbügeln. Wie gesagt, das kann man mit Belagsreinigung machen, muss man aber dafür nicht extra kaufen. Das geht auch mit Reinigungsbenzin. Nehme ich mir ein bisschen hier einfach auf ein Tuch und reibe das hier einmal sauber. Natürlich ist dann nach dem Reparieren auch das Wachs an der Stelle weg. Das heißt, macht schon Sinn, nach dem Reparieren auch den Ski neu zu wachsen. Man sieht das hier sogar, dass dieser schwarze Belag leicht ausgraut. Das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass er dann auch bitteschön neues Wachs haben möchte. So, und damit sind wir schon fertig für die eigentliche Reparatur. Das Restholz lege ich mir hier hin, damit ich mir ab da den Belag nicht versaue gleich. Dann kommt so ein Reparaturstift zum Einsatz oder so ein Blättchen und mein Crème Brûlée Brenner. Mit dem müsst ihr bitte vorsichtig sein, denn der hat an der Flammenspitze wirklich eine hohe Temperatur und dieser Belag ist aus Polyethylen, das schmilzt bei 300 Grad. Wenn man da lange mit der Flammenspitze drauf hält, dann fängt das Polyethylen einfach an wegzublubbern. Wollen wir nicht. Das heißt, eine ganz kurze Erwärmung brauche ich aber. Das mache ich wirklich so, ganz vorsichtig. Nur so ein bisschen anwärmen, damit die Reparatur gleich gut hält. Dann zünde ich meinen Reparaturstift an. Der brennt von selber, wie man sieht, tropft dann auch schon. Und deswegen liegt das Stück Holz hier, damit ihr euch nämlich mit dem, was hier runter tropft, nicht den Ski an Stellen versaut, wo es nicht hingehört. Ich gebe dem jetzt immer so einen kleinen Tritt in den Hintern, damit er auch schön weiterbrennt.
Das hat sich bewährt. Und jetzt sieht man, wie hier diese Belagsreparatur wunderschön dieses Loch verschließt. Und dann bitte schön wieder zurück auf das Brettchen. Noch einmal kurz drüber. Aber wirklich nur kurz. Verbrennt euch nicht den Belag. Das ist nicht mehr zu reparieren, wenn der jetzt anfängt, Blasen zu werfen. Seid da vorsichtig. Das darf jetzt einen Moment abkühlen. So, 10 Minuten später, also eine Tasse Kaffee oder ein Bier, je nach Tageszeit, abwarten. Und dann können wir hier das überschüssige Belagsmaterial wegschneiden. Empfohlen wird allgemein, das mit einer Ziehklinge zu machen. Ich habe da keine guten Erfahrungen gemacht. Damit zieht man gerne auch die Reparaturstellen wieder aus dem Belag. Deswegen nehme ich hier tatsächlich die Klinge vom Cuttermesser und hobele das hier vorsichtig weg. Das ist eine größere Beschädigung, deswegen dauert das einen kleinen Moment, aber wir haben es ja auch nicht eilig. So, da ist mal der erste große Span. Es sollte nur alles weg sein, was wirklich weit übersteht. Ich denke, man sieht hier ganz gut, was ich meine. So, und jetzt seht ihr auch, was ich meine, mit, dass die Ziehklinge das gerne wieder ein bisschen rausreißt. Hier vorne ist so ein ganz minimaler Ansatz. Ganz ehrlich, um den kümmere ich mich nicht mehr. Das ist so minimal, das wird man später auch beim Fahren wirklich nicht fühlen können. So, jetzt sieht das ja hier alles schon mal viel besser aus als vorher. Aber das ist jetzt noch nicht wirklich Plan und dafür brauchen wir die Belagsfeile. Wer jetzt zur Methode Häger greift, der geht mit der Belagsfeile direkt hier drauf und verkratzt sich den gesamten Ski auf der Fläche. Das ist nicht schön, das wollen wir auf keinen Fall. Deswegen kann man entweder dieses Base-Tex nehmen. Ich nehme Backpapier. Ich klappe das einmal zusammen und schneide mir mit dem Cuttermesser in der Mitte hier ein kleines Fensterchen rein. Mein Fensterchen. Und damit umwickel ich jetzt die Pfeile und habe somit ein Stück von der Pfeile freiliegend und den Rest so, dass es mir den Belag eben nicht zerkratzt. Und damit arbeite ich jetzt hier vorsichtig den Belag ab und man sieht jetzt schon, dass das jetzt hier mit nicht zu viel Druck, da muss man jetzt nicht hier wirklich drücken wie ein Weltmeister, sondern es geht wirklich darum, sehr langsam und vorsichtig diese Überstände von dem Reparaturmaterial wegzuhobeln. Man sieht das hier sehr schön, dass das immer besser plan wird. Man sieht aber auch, dass ich natürlich den Belag damit leicht zerkratze. Der muss also hinterher auf jeden Fall nochmal mit der Bürste abgezogen werden und dann eben auch frisch gewachst werden. Diese leichten Kratzer, die stören eigentlich nicht. Die entsprechen auch durchaus ungefähr der Belagstruktur. So, der Finger ist ein guter Indikator. Mit dem Finger fühlt man das ganz gut, ob das gleichmäßig ist. So, das fühlt sich jetzt schon wirklich gut an. Und da vorher der Belag an der Stelle ja erwärmt wurde, wo ich das Material reingetropft habe, habe ich auch eine wirklich gute Verbindung von dem Reparaturmaterial mit dem Untergrund. Es ist nie so stabil, wie der Originalbelag mal war, aber es ist das Beste, was man an der Stelle machen kann und darum geht's. So, jetzt hole ich mir noch meine Kupferbürste aus der Kiste. Kleinen Moment, gleich wieder da. Die habe ich vorhin vergessen zu zeigen. Die hilft an der Stelle, ist nicht zwingend nötig, aber ich nehme das gerne und bürste hier das ganze überflüssige Zeug. Da sieht man so einiges an Krümeln wieder weg. Und dann ist diese Belagsreparatur, die jetzt nicht hochprofessionell ist, das ist auch nicht der Anspruch. Es geht darum, diesen Ski möglichst im Urlaub am Abend schnell wieder fahrfertig für den nächsten Tag zu machen. Und das ist auf die Weise auf jeden Fall gegeben. Der Ski wird jetzt wieder viel Spaß machen. Der Ski hier wird jetzt noch gewachst. Morgen geht es wieder auf die Piste damit. Zum Wachsen gibt es ein eigenes Video. Das darf ich euch mal ans Herz legen. Wenn euch unsere Videos gefallen, freuen wir uns immer über einen Daumen hoch. Und natürlich, wenn ihr unseren schönen Marmota Maps Video Channel auch gleich abonniert. Und dann sehen wir uns demnächst gleich wieder hier.